Ja, willkommen mal wieder zurück zum PC-Building-Simulator. Und ja, wie ihr seht, jetzt gibt es auch Wasserkühlung und so. Da schon mal reingeschaut. Ist schon wieder kein Ton, kann das sein? So. Doch, Ton ist da. Ja, bei dem Rechner waren wir ja irgendwann mal stehen geblieben. Am Ausgang wieder abstellen. So, PC-Problem, ne? Was haben wir hier? Hopp, Platine. Ja, bevor wir die Kamera machen, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Müssen wir das Mainboard ausbauen. Da müssen wir das Mainboard ausbauen. Achso, warte mal, ich könnte ja mal noch ein bisschen Musik anmachen, gleich wieder da. So, machen wir ein bisschen Musik noch an. Müsste eigentlich passen von der Lautstärke. Ich will es jetzt nicht allzu laut drehen. So, Hauptplatine müssen wir erstmal ersetzen. Was haben wir da hier eigentlich drin? Z170 MTech. Die können wir gleich mal bestellen. Ah. MTech Plus. Wir haben die normale. Netzteil drin. Warum? Na egal. Wir kaufen es einfach mal. So, da müssen wir erstmal Kabel abmachen, den Rahmen rausbauen. So eigentlich wie man das am rechten Computer auch macht. Auch rausnehmen, dann nehmen wir gleich noch einen Prozessor einfach raus. So. Stromversorgung auch weg. Abstandshalter machen wir auch gleich raus. So. Der ist fertig. Okay, das ist genau da mal das mit dem Netzteil. Den fertigen E-Mail. Okay. Lalala, ganz prima, alles klar. Ciao. Dann haben wir hier. Für meinen PC können Sie 4 GB Arbeitsspeicher einbauen. Können Sie mal 3D-Marker um zu prüfen, ob Prozessor nicht überhitzt? Hm. Wahrscheinlich ist die Leitpaste einfach nur am Arsch. Aber ja, das machen wir. So. Arbeitsrechner bleibt wie immer an. Tag beenden. Dann machen wir gleich mit der Hauptplatine einfach mal weiter. Ach komm, wir machen erstmal das Netzteil. Erstmal das Netzteil raus. Beziehungsweise das neue rein. Okay.
andersrum verbaut noch. Auch nicht schlecht. So, jetzt kriegt er 600 Watt rein. 600 Watt Netzteil. Ja, das ist 250, das hat hier anscheinend nicht gereicht. Kabel alle noch dran. Was haben wir hier oben noch? Gehäuse anschließen. Okay. Aber wir haben dafür keinen. Ach, dort da unten. Ah, okay. Gut. Huch. So. PC-Teil, ne? So, 3D-Mark müssen wir ausführen. Ja, 16 Bilder pro Sekunde, okay. Ja, läuft doch soweit ganz gut. Ja, jetzt hat er schon 25. Ja, wir bräuchten einfach mal einen zweiten Tisch, ne? So, okay. Gut. Dann haben wir hier die Hauptplatine, genau. Da. Ja, die ist defekt. Wobei ich, bevor ich die Hauptplatine ins Gehäuse einbaue, mache ich schon mal alles fertig. Also RAM drauf, CPU und so weiter. Weil du kommst dann echt scheiße. Also jetzt kommt man auch gut mit die Kabel hin, aber naja. Jeder macht es halt ein bisschen anders. Also ich würde es halt erst so machen. So, dann haben wir CPU.
Ein schöner Hinweis: Eigentum verkaufen. So. Dann brauchen wir Tools. Zack. Dann brauchen wir Prozessorkühlung. Vom Eddy. Oh, wie war das jetzt mit dem Drehen? Nee, warte mal, er saugt die Luft ja da an. Das passt schon. So. Mal die wieder rein. CPU-Kabel. Okay. Fest. Ne, Grafikkarte. Den Speicher muss er auch wieder reinmachen. So. Grafikkarte. Gut, Kabel dran. So. Oh, da hat hier oben noch eins. Ah ja, klar. Sonst kann man es nicht anders schalten, ne? So. Strom anmachen. Kriegt dann noch die Seitenteile wieder drauf. Ja, und schon läuft das Ding wieder. Okay, machen wir erstmal Kabel dran. Gucken wir mal, ob das Betriebssystem lädt. Das ist auf jeden Fall ein geiles Upgrade nachher. Also irgendwann, wenn wir das Geld dazu haben, automatisch Kabel verlegen. Übrigens, schöne Grafikkarte, so ähnlich sieht meine auch aus. Mit diesen Rippen. Aber die ist oben drauf nicht abgedeckt, ne? Kann man nicht lesen, was es ist. Schade. Okay. Dann ist eigentlich der Lüfter. Das Kabel ist scheiße verlegt. Oh, okay. So, Strom wieder aus. Schauen, Titan 2 GB. Oh. Ah. Ne. Schauen, Titan. So. Hier drehen wir mal rein. Kassieren. So. Das kann man weg. Stromrechnen, jawohl.
auch weg. 4 GB aufrüsten, lalalala. Den noch annehmen. Hier bleibst du wilde dran an, wenn du zurückgreifen im Shop bis oben kommst. Ja, okay. So, wilde dran. Tools und Software. Automatischer Anschluss. Kostet 1000, okay. So, der Arbeitsspeicher kommt morgen erst. Dann, ja. So. Dann wird es hier erstmal fertig. Huch. Hier noch. Das kostet nämlich so eine Werkbank. 1500. Jetzt hier Lagerschrank. Naja, es gibt schon geile Kisten mit.
Feuerlöscher ganz da oben. So. Dann haben wir hier. Okay. Also brauchen wir eine Terabyte-Platte. Terabyte. Okay, hier kann man kassieren. Sail away. Dann schauen wir mal. Wir können eine Grafikkarte reinbauen, die halt jetzt 4 GB RAM hat. Aber können du das ja empfohlen? Ja, gut. Ausrüsten.
Lasagne bestellt. Es lädt. Weil was manche so für Desktop-Hintergrund haben. Na gut. So. Hat er hier keine Außenwand? Die fehlt doch hier bei dem Gehäuse oder was? Schon komisch.